willkommen im wunderschönen Tuzla in Bosnien. Ich zeige euch jetzt meinen Skiurlaub und die Erkundung des Balkans. Was werden wir uns hier anschauen? Ein bisschen die Balkanküche, die gute, viel Fleisch, viele Teigwaren. Und wir werden ein wenig Skifahren gehen in Jahorina, ein großes Skigebiet. Gestern habe ich es noch gecheckt, da lagen ungefähr 7 cm Neuschnee, 17 Lifte gibt es insgesamt, davon 16 geöffnet. Jetzt warten wir hier gerade auf den Check-in, der ist ein bisschen scheiße organisiert, und da hinten war unser Flugzeug. Ich hoffe, man kann mich hier trotz den Turbinen hören. Also das erste Fail, was wir jetzt hatten, wir stehen seit 20 Minuten draußen, den kennt ihr von gerade eben noch, und es tut sich einfach nichts, geht nicht weiter. Zum Glück haben wir strahlenden Sonnenschein, Königswetter, sonst wäre es echt hässlich, wenn wir hier im Regen warten würden. Vielleicht bauen sie auch noch ein Pavillon auf, ich weiß es nicht. Hallo kleines schreiendes Kind. Nachdem wir unseren Leihwagen gefunden haben, hier ist das sportliche Mobil. Der kostet uns jetzt ohne Sprit für die 5 Tage, die wir hier sind, 60 Euro. Sind wir nun in Sarajevo. Wir suchen uns einen Geldautomaten und dann mit ein bisschen Geld machen wir Mittagessen. Was ich hier als erstes feststelle in Sarajevo, ist eine Stadt der Gegensätze. Hinter mir hier so moderne Einkaufszentren. Und auf der anderen Seite sieht man es von hier aus schlecht, aber das Gebäude da hinten ist total zerschossen. Nur noch weitergehen. Hier hinten seht ihr eine komplette Ruine. Wahnsinn! Hier habe ich es euch nochmal nah rangeholt. Könnt ihr sehen, da drin ist alles zusammengestürzt und hier unten liegen die Trümmer noch. Es hat jetzt relativ wenig Einschüsse. Aber wenn wir rangehen, dann sehen wir das schon noch ein bisschen. Da zum Beispiel, da ist einer. Und da oben. Ganz. Ganz kaputt. Ganz. Kaputt. Wir haben uns das Essen geholt von hier drüben. Chicos Food Truck. Einen dicken Burger, der tropft vor Öl, Pommes und Soße. Und der Mann hat gesagt, mach ihn scharf. Und ich habe gesagt, ja, mal schauen, was rauskommt. Habe ich vergessen zu sagen, 2 Burger, 2x Pommes und Getränk, zusammen 15 Euro umgerechnet. Und hier sind wir jetzt endlich an unserem Hotel angekommen. Glitzert mitten im Nichts. Wald, Wald, Wald. Mondschein und die Sonne, die untergeht. So, um euch das Ganze mal von innen zu zeigen, bevor wir es hier einsauen. Das ist unser Zimmer, eigenem Badezimmer, hier drin Bett und besonderes Highlight mit einer kleinen Ecke, wo man sich hinhocken kann und ein bisschen in den Wald rausschaut. Wahnsinn! Das Ganze kostet uns zu zweit für 3 Nächte 300 Euro mit Frühstück. Was ihr da vor euch seht, ist eine Pizza, ich muss es ablesen, Rebeviche mit Salami, mit Schinken und in der Mitte, ich glaube, das ist Frischkäse und nochmal ganz viel extra Käse. Das ist heute unser Abendessen. Dann war es das. Wir sind gerade am Verhandeln mit den Lokalen über Skipass, Ausrüstung und nehmen euch morgen wieder mit. Wir hauen rein, bis morgen. Guten Morgen hier bei unserem vermutlich typischen Frühstück. Wir hauen jetzt ein bisschen was rein. Buffet, echt klasse. Danach holen wir uns die Skiausrüstung. Ich habe gestern WhatsApp-Kontakt bekommen zu einem Ausrüstungsverleiher, /Skilehrer. Und am Freitag sieht es gut aus wegen dem Schneemobil. Und gleich auf der Piste sehen wir uns wieder. Hallo mein Freund. Alles cool bei dir? Willkommen in Jahorina. Hinter mir die Talabfahrt, die Skilifte. Parkhaus ohne Ende. Also ich weiß nicht, wie hier irgendjemand rauskommen soll. Die parken einfach jeden rein. Das Ticket zum Parken kostet pro Tag 7 Euro. Unseren ersten Typen, der uns die Ski ausleihen wollte, den finden wir nicht. Dann hat uns der Parkwächter da hinten hingeschleppt, zu diesem kleinen Häuschen. Hier hinten, seht ihr es? Ja, der war sehr bereit, uns Ski auszuleihen, hat gleich mal nicht über Preise geredet und nur Barzahlung. Deswegen sind wir wieder gegangen. Außerdem suche ich was, wo ich die Ski über Nacht lassen kann zum Trocknen. Wir haben es endlich geschafft, die Ski zu leihen. Hier hinten ist der Ifet. Ifet. Ifet.
Und der Ifet, der holt dir gleich zum Frühstück mal einen Slivovitz. Ja, du sprichst Deutsch. Ich verstehe. You understand German? Ja. Oh, er versteht auch Deutsch. Hier haben wir jetzt endlich alles gefunden. Wir sind drei Dinger durchgelaufen. Und jetzt haben wir Skier, alles geht's los. Ja. Gute Leute hier. Während mein Sohnemann pinkeln ist, gebe ich euch was mit. Wenn ihr euch hier Ski ausleiht, lasst euch erstens nicht vom Hotel helfen. Die schicken euch die Nummer von irgendeinem Typen, mit dem macht ihr was aus. Da hätte mich jetzt die Ausrüstung 37 Euro am Tag gekostet. Danach in der Hütte bei dem netten Herrn. Der hat überhaupt keine Preise gesagt, keine Ahnung, was der wollte. Und im Ende bin ich jetzt hier bei diesen offiziellen Vermietern gelandet. Die meisten hatten keine Kinderski mehr, aber sie haben alle die Preise auslegen. Schaut, dass die Preise da liegen, dass ihr vorher wisst, was es kostet. Und da bin ich jetzt bei 15 Euro für den Tag. Und der Skilift, zwei Personen. Wir haben jetzt nur Tagfahrten genommen, Nachtskien bieten sie auch noch an. Wir zahlen jetzt umgerechnet ungefähr 100 Euro für zwei Tage für zwei Personen. So laut ist. Unseren Skikünsten geschuldet gibt es jetzt was vom Imbiss. Einmal diese Cevapi mit Brot, Zwiebeln und ein bisschen Pommes. Das zwei Portionen und ein Bier hier relativ teuer. Hat uns gekostet umgerechnet 20 Euro. Was gerade passiert ist, das muss ich einfach jetzt in diesem Moment auf dem Video festhalten. Fahren diese winzig kleinen Straßen hier entlang. Seht ihr, da passt wirklich kaum ein Auto durch. Und plötzlich steht vor uns einer geparkt und der winkt und sagt so, nein, nein, ihr könnt hier nicht lang. Hier sind Treppen, da geht's gar nicht durch. Ich sage, die Karte führt mich doch da durch. Ich sage, nein, ich mache euch auf, fahrt auf mein Gelände, da könnt ihr wenden. Ich habe gedacht, jetzt werde ich überfallen, aber tatsächlich sehr hilfsbereiter junger Mann. Und jetzt versuchen wir unseren Weg vorne fortzusetzen nach Sarajevo zum Essen. Also unser Restaurant haben wir irgendwie noch nicht gefunden. Google Maps scheint nicht so gut zu funktionieren. Aber schaut euch hier ein bisschen um. Irgendwie sind wir in der Altstadt, Innenstadt gelandet und irgendwo werden wir hier schon was zu essen finden. Abenteuer. Abenteuer, sage ich euch. Richtig groß. Kommt vorbei, erlebt das selber. Es ist der Wahnsinn. Ich bin sehr, sehr begeistert. Also heute Abend bleibt der Abend der Gassen. Folgt mir. Vertrauenswürdig. Vertrauenswürdig. Komm, 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 komm. Nein, es passiert nichts. Wir sind jetzt hier im Herzen von Sarajevo, würde ich sagen, im kleinen Restaurant Dveri. Dveri übersetzt ins Deutsche ist ein Tor oder die Tür. Und dieser Laden, wie ich finde, ich zeige es euch gleich in ein paar Ausschnitten, sehr, sehr süß eingerichtet. Mit den alten Spiegeln, alten Bildern oder auch, wie es gleich da drüben seht, runterhängenden Gewürzen, eingelegten Zeug und alten Bildern, Bilderrahmen. Das Essen zeige ich euch gleich separat, das dauert noch. Und man kann auch direkt vom Platz in die Küche schauen. Von Tag 2 habe ich mir noch gar nicht gemeldet.
Deswegen die Aussicht für euch mit ein bisschen Musik. Und falls ihr euch jetzt fragt, was gerade ist, heute ist Donnerstag. Donnerstag macht man sowas. Ist halt so. Während wir uns hier bereit machen für den Checkout, ein paar Gedankengänge zu diesem Land zusammengefasst. Also der erste Eindruck, man kommt ins Land und man ist erstmal überfordert, weil eben alles mit Drücken und Schieben geregelt wird. Ihr habt es am Flughafen gesehen, genauso am Skilift oder auch hier am Frühstücksbuffet. Aber die Bosnier an sich ein sehr herzliches Volk, ein sehr freundliches Volk, sehr hilfsbereit. Wenn ihr hier etwas macht, dann meine dringende Empfehlung, geht nur zu Sachen hin, wo die Preise ausgeschildert sind. Überall, wo die Preise nicht dran stehen, da werdet ihr über den Tisch gezogen. Schaut vorher hin, fragt nach den Preisen und am besten, wie gesagt, wenn außen ein Schild hängt, dass ihr Sachen aussuchen könnt. Das hat sich jetzt bei mir sehr deutlich bei der Skiausrüstung gezeigt. Über den Kontakt, den wir bekommen haben, hätte ich pro Tag, ich glaube, 37 Euro bezahlt und jetzt habe ich 15 Euro bezahlt. Also deutlich weniger. Das Schneemobil, wo wir jetzt gleich hingehen, da hätte ich am liebsten den Anbieter gewechselt, aber der hat ein Monopol in dieser Gegend. Der hat mir über WhatsApp geschrieben, dass er 70 Euro möchte. Vor Ort sind ihm dann plötzlich 80 eingefallen. Dann habe ich ihn daran erinnert, dass er doch schon geschrieben hatte. Dann ist der Preis wieder gefallen. Ich versuche später mal dreist zu sein und den Preis nochmal runterzuhandeln. Und dann gibt es die nächsten Impressionen vom Schneemobilfahren. Ist auch sehr geil. Gibt es einen Guide? Gibt es eine Gruppe? Nein. Da hinten ist die Straße, setz dich drauf, fahr. Ihr seht mich gerade in meinem geilsten Schnee hier. Dann schaut euch die Jungs hier an. Also hier ist alles voll. Das sind unsere Schneemobile. Und die Landschaft. Einfach der Wahnsinn. 70 Euro, die sich wirklich lohnen. Jetzt zu Ende ist, wollte ich euch noch zwei Sachen mitgeben. Das eine, Bosnien, bitte arbeitet da. Ihr habt so eine schöne Natur und sie ist so vermüllt. Und den Rest, der von euch vorbeikommt, bitte passt auf die Schilder auf. Der Krieg ist noch nicht ganz spurlos weg. Wer ein bisschen Kyrillisch kann, der weiß, hier steht Mine. Das habe ich jetzt die ganze Fahrt hier gesehen, am Wald entlang. Also anscheinend dieser Wald immer noch vermint und damit lebensgefährlich. Wir sind jetzt in Tuzla angekommen. Unser letzter Tag, morgen früh, in aller Herrgottsfrüh um 6 Uhr müssen wir am Flughafen sein, einchecken und dann ab dafür. Wie ihr seht, wir sind jetzt hier gerade außerhalb der Saison da. Es ist nicht sonderlich viel los, keine Menschen. Ich denke, im Sommer wird es hier besser sein. Wir ziehen in diese Richtung und suchen uns was zu essen. Die 5 Tage sind um. Wir steigen ins Flugzeug und ich mache euch zu Hause noch eine Zusammenfassung von den Do's und Don'ts in Bosnien.